diese Wohnwagen, den sie hier rangeschlurrt haben. Er wird wahrscheinlich sehr lange durchhalten. Auch der Wagen mit der 124 von der Stadt Kakusas wird sehr stabil sein. Was machen die Running Potatoes? Was macht der Teamchef vom Panzerclub, von den Blue Tanks? Das ist die große Frage, Daniel Holz, der immer wieder mit dem Messer zwischen den Zähnen unterwegs ist. Der Wahnsinn auf vier Rädern im Hexenkessel von Grimme. Noch einmal live. Wer es bisher noch nicht gesehen hat, der wird auf jeden Fall begeistert sein. Es geht noch einmal rund, noch einmal eine Einführungsrunde. Und dann lassen wir es noch einmal krachen. Und ich kann euch sagen, 20 Jahre moderiere ich jetzt schon Stocker. Und das Wohnwagenrennen ist immer wieder ein Highlight. Das Wohnwagenrennen ist der absolute Wahnsinn. Das muss man erlebt haben. Wer hält durch? Wer hält am Rest durch? Wann fällt die Frage? Wann wird der Start freigegeben? Stocker, Kusachsitz. 1, 2, 3 Wohnwagen mitgebracht. Es geht die Traben hinunter. Die Flagge fällt runter. Das Rennen ist noch nicht eröffnet. Nein. Es gibt scheinbar noch eine Einführungsrunde. Der Wärmewagen vom Traktorbrunnen schwenkt jetzt die Fahne. Und jetzt geht's los. Das Rennen ist frei. Wohnwagen-Vernichtungsrennen im Hexenkessel von Grimmel. Daniel Holz ist dran am Heck der Running. Und er stellt ihn erstmal nur ein bisschen vor. Da ist noch nichts passiert. Er steht erstmal nur ein bisschen quer dort hinten in der Wohnwagen von Running Potatoes. Und jetzt bin ich gespannt, was die Stocker-Crew Sassnitz anstellt. Die Stocker-Crew Sassnitz zieht hier erst nochmal eine lockere Runde. Und da gibt es scheinbar keinen Angriff hier gegen diesen querstehenden Wohnwagen. Der wird erstmal einfach so hingenommen. Daniele Holz scheinbar momentan der aktivste Fahrer im Feld. Die Stocker Crew Sassnitz noch so ein bisschen auf Anfahrt. Aber Daniele schnappt sich den nächsten Wohnwagen und stellt ihn kurz an Pierre, aber auch der ist hier noch ein. Ja, ruhige Fahrt, würde ich sagen. Das haben wir schon lange nicht mehr erlebt beim Wohnwagenrennen. Ganz ruhige Fahrt hier. Die Stocker Crew Sassnitz zieht ihre Runden. Daniele Holz von den Blue Tanks ist gut unterwegs. Das haben wir ja so auch noch nicht gehabt. Da bin ich ein bisschen sprachlos. Was macht die Stocker Crew Sassnitz jetzt hier? Sie haben drei Wohnwagen mitgebracht und Fahrer der Running Potatoes ist erst einmal draußen unterwegs. Und scheinbar gibt es also einen kleinen Nicht-Packt der Wuchs hier von Stocker Crew Sassnitz. Also wird Daniele Holz das Ganze wahrscheinlich jetzt entscheiden müssen, weil so kriegen wir dann natürlich kein Bein ran. Jetzt dort hinten die Stockpacken Sassnitz kurz an auf die Seitenlinie, aber der Wohnwagen stellt sich wieder auf. Der Wohnwagen stellt sich wieder auf von der Stockpacken Sassnitz. Und der Stefan Reber ist immer noch ganz stark unterwegs mit seinem Fahrzeug. Daniele Holz ist jetzt noch einmal dran. Der Stockpacken 124. Jetzt wird der Angriff kommen, da bin ich mir sicher. Daniele Holz ist noch einmal dran. Sich den ersten, aber Szenenapplaus an der Strecke für Danilo. Er hat ihn noch nicht zerlegt. Auch dieser Wohnwagen ist noch ganz. Also, das wird eine lange Geschichte, da bin ich mir sicher. Da hat er sich in Luft aufgelöst. Die Startnummer 31 ist hier in Luft aufgelöst geworden von der Stadt Sassnitz. Er hat hier das zeigt mich hier gesegnet. Die Running Potatoes sind vorher schon ausgeschieden. Jetzt kann er natürlich auch angreifen. Und das macht er. Schauen Sie sich das an. Der hängt hinten in dem Wohnwagen drin. Bei der 119. Der ist reingefahren. Wie in der Garage. Das gibt's doch gar nicht. In diesem riesen Wohnwagen hängt sein Teamkollege drin. Und er lässt nicht locker. Das ist der absolute Wahnsinn. Die Startnummer 31 hat eingeparkt. Und es geht hier munter weiter. Langsam nimmt das ganze Fahrt auf. Daniele Holz mit 124. Der liegt ja. Die Stocker Crew Sassnitz ist zerlegt. Und es geht munter weiter. Daniele Holz ist noch drin. Und des Weiteren noch drin.
Schlepptau mit dem unbeliebten Gast und Daniel Holz nimmt Fahrt auf. Daniel Holz nimmt Fahrt auf mit seinem Fahrzeug. Da bin ich mal was er jetzt macht. Ein von der Seite her angreift und da zerlegt er ihn. Und damit scheint das Fahrzeug von den Blue Tanks das Loch. Jawohl! Daniel Holz von den Blue Tanks. Position 1 unterwegs. Er geht hier gleich über die Ziellinie. Der Riesenwagen liegt noch einmal auf der Seite. Aber das Rennen hat er gewonnen. Die Blue Tanks holen sich den Sieg.